Es wird mit Computersprache vorgetragen. Eine Reise nach Altintelio in Portugal. Autor Seltsa Mackenzie. Am eindrucksvollsten ist das Gefühl, dass die Zeit hier langsamer verrinnt als anderswo. Sie scheint dickflüssig zu sein, träge dahin zu fließen. Das liegt an der absoluten Stille in der einem Nichts, die Aufmerksamkeit raubt außer Tiergeräuschen und leise knarrende Eselskarren. Die fahren tatsächlich noch durch das portugiesische Hinterland. Und sie werden dringend gebraucht, denn das Gebiet ist von kleinen Gebirgen durchzogen. Zum Beispiel der Serra da Estrela, dem Sternengebirge, das die höchste Erhebung des portugiesischen Festlands und sein einziges Skigebiet aufweist. Bairras heißen die gebirgigen Provinzen, das bedeutet Rand und sagt vieles über die Abgeschiedenheit der Region. Nichts scheint hier das Idyll zu stören, Lissabon ist weit, denkt man zumindest. Dann biegt man auf einem Kiesweg um die Kurve und steht vor dem Autobahnzubringer. Er verbindet die kleinen Bergdörfer mit den Supermärkten der Umgebung, den Arbeitsplätzen der größeren Städte und dem Lissabonner Flughafen, der in 2 Stunden zu erreichen ist. Diese Kombination aus Infrastruktur und dichten Wäldern, die die Geräusche der Autobahn verschlucken, ist für den aktuellen Aufschwung der Region verantwortlich. Während der Salazar-Diktatur von den 30er bis in die 60er Jahre wurden viele der zahlreichen kleinen Schieferdörfer vollständig von ihren Bewohnern verlassen. Auch danach ging die Landflucht weiter, die jungen Leute wollten weg zum Arbeiten, die Alten blieben nur zum Sterben. Die meisten Häuser standen leer und verfielen allmählich, nun werden sie wieder aufgebaut. Dafür sorgen das von der Europäischen Union finanzierte Projekt Aldeias do Xisson CU777, die Stille zu schwer drauf niedergelassen, Seitenwände fehlen oft, die Lücken geben den Blick frei auf wildromantische Biotope im Innern. Wer zwischen Eukalyptusbäumen, wildwachsenden Korla-Blüten und Lorbeersträuchern den Berg hinabsteigt, gelangt zu einem Bach, der im Sommer für Abkühlung sorgt. Das Wasser rauscht zwischen großen Steinen hindurch in ein tiefes Becken, in dem kaum Strömung besteht und ein Bad möglich ist. Schön ist es hier, keine Frage, aber deswegen einen heruntergekommenen Steinhaufen kaufen. Quinta tat es und er renovierte sein Haus mit Begeisterung, in traditioneller Schieferbauweise, von der er vorher, so gesteht er freimütig, keine Ahnung hatte. Als es fertig war, lud er Freunde ein, sich das Dorf anzuschauen. Die Freunde kauften auch ein Haus, die Freunde der Freunde schlossen sich an. Mittlerweile ist das Dorf an den Wochenenden und in der Urlaubszeit von einer Gemeinschaft belebt, die eng zusammenhält. Früher waren die Dörfer vor allem im Norden Portugals kommunistische Gemeinschaften. Alleine überleben war unmöglich, die schlimmste Strafe war Verbannung, erzählt Quinta. In seinem Dorf essen und fanden sie oft gemeinsam, sie wurden zusammen die Umgebung gegen die Brandgefahr und sie bauen einen sanften Tourismus auf. Nur 5 Menschen wohnen permanent in Casal de Seu Simeão, ein junges Paar, eine Via und 90-Jährige, die der Landflucht nicht gefolgt ist, und ein altes Paar, das eine kleine Ziegenherde hält und Gemüse anbaut. 40 Jahre lang haben sie in Frankreich gelebt und gearbeitet, bevor sie in ihr Heimatdorf zurückgekehrt sind. Dort gibt es erst seit kurzem Straßenbeleuchtung sowie einen ordentlich angelegten Brunnen, dessen plätschernde Klänge die Gasse hinabperlen. In Casal de Seu Simeão und den anderen Schieferdörfern vermieten die Bewohner nun Zimmer an Touristen. Sie verkaufen Ziegenkäse, Kürbismarmelade und Blutwurst. Und sie arbeiten am Ausbau der Wanderwege, die Touristen anlocken sollen. Denn die verteilen sich ähnlich ungleichmäßig über das Land wie die Portugiesen selbst. Mehr als 50% der Gesamtbevölkerung wohnen in Lissabon und Porto. 3/4 der Bevölkerung leben an der Küste zwischen Setúbal und der portugiesischen Nordgrenze oder an der Algarve, obwohl diese Fläche nicht einmal 1/3 des Landes ausmacht. Lisboa e Portugal, o resto e paisagem, Lissabon ist Portugal, der Rest ist Landschaft, sagen die Hauptstädter. Das Hinterland besticht tatsächlich vor allem durch Landschaft, hat aber auch eine traditionsreiche Universitätsstadt vorzuweisen. Wer in Coimbra studiert, hat es an eine echte Institution gebracht. Die meisten passen sich darum gerne den Siedten an, sie treten in Studentenverbindungen ein, die keineswegs zwangsläufig konservativ, sondern teilweise explizit links ausgerichtet sind.
Sie nehmen am jährlichen Fado-Gesang auf dem Kirchplatz teil, und sie tragen lange schwarze Umhänge, die mönchisch anmuten und vieles über sie aussagen. Die Farbe eines Bandes verrät ihre Fakultät, die Risse am Saum stehen jeder für einen Freund, und das Ornament, das sich den Rücken hinaufwindet, steht die Freundin, um ihre Existenz zu demonstrieren. Bei so viel Gutbürgerlichkeit müssen einmal im Jahr alle Dämme brechen. Das passiert im Mai für das Studentenfest Weimar. Das Fitas reisen portugiesische Jugendliche aus dem ganzen Land an, feiern in den Straßen und verbrennen die Bänder der Fakultäten. Ein Sauffest, ja, aber eben auch wieder eines mit großer Tradition. Dagegen bekommen die Studenten in äußerst förmlichen Zeremonien in den prunkvollen Räumen des barocken Universitätsgebäudes aus dem Jahre 1717 ihre Abschlüsse verliehen. Sie können sogar in der universitätseigenen, mit Blagold ausgekleideten Kapelle heiraten. Gleich neben der Kapelle ist die eindrucksvolle Bibliothek untergebracht. Auf 1250 Quadratmetern findet sich hier ein Großteil der kostbaren antiquarischen Bücher Portugals, Zwieschen, Eichenschnitzereien, Deckenmalereien und edlem Mobiliar. Das Insektenproblem hat die Universität auf besondere Art gelöst. Eine Fledermauskolonie wohnt in der Bibliothek und macht sich nachts über Kreuchendes und Fleuchendes her. Dafür werden jeden Abend der Boden und die Tische abgedeckt. Tagsüber ist von den schlafenden Tieren keine Flügelspitze zu sehen. Sie verstecken sich in den bombastischen Dekorationen an den Wänden. Eine mittelalterliche Geschichte wird im traditionsbewussten Coimbra besonders hochgehalten, die der Liebe von Pedro I. und Ines, die unter anderem Giuseppe Persiani 1835 in seiner Oper Ines de Castro aufgriff. Pedro war von seinem Vater, König Afonso IV., zur Ehe mit der erheblich älteren Constanza von Kastilien gezwungen worden. Er verliebte sich allerdings in Ines de Castro, eine ihrer Hofdamen, und lebte nach dem Tod von Constanza auf einem Landgut im Süden Coimbras mit ihr zusammen. Weil er mit beiden Frauen potenzielle Thronfolger gezeugt hatte, befürchtete das Königshaus einen Streit um die Erbfolge sowie die politische Einmischung Kastiliens und klagte Ines des Hochverrats an. Afonso IV. Ließ die Geliebte seines Sohnes 1355 ermorden, während Pedro auf der Jagd war. Es heißt, ihre letzten Tränen hätten den Brunnen gefüllt, der heute noch dort steht. Laut einer schaurigen Legende hat sich Pedro posthum mit Ines Skelett vermählt, das er zu diesem Zwecke 5 Jahre nach ihrem Tod ausgraben, mit Schmuck beging und auf einem Thron platzieren ließ. Unzweifelhaft ist, dass er im Rachedurst gegen seinen Vater einen Bürgerkrieg entfachte und nach seiner eigenen Krönung zweien der Mörder das Herz aus dem Leib reißen ließ. Die Kinder aus seiner Verbindung mit Ines erkannte er als legitim an und behauptete, er habe seine Geliebte noch zu Lebzeiten geheiratet. Als Pedro der Erste im Jahre 1367 starb, wurden sein Sarkophag und der von Ines, auf seinen ausdrücklichen Wunsch in Alabasa, der größten Zisterzienserkirche Europas, mit den Fußenden zueinander aufgestellt. Wenn die beiden am Tage des jüngsten Gerichts auferstehen, sollen sie sich auf diese Weise sofort in die Augen sehen können. In einem berühmten Fado heißt es, Coimbra sei dann am bezauberndsten, wenn die Stunde des Abschieds gekommen. Vielleicht ist es auch nur die Aussicht auf die nächste Station, die die letzte Minute zu einer besonderen macht. Im Alentejo, jenseits des Tejo und ein Stück südlich von Coimbra, erwartet den Reisenden eine sanfte, weite Hügellandschaft. Während sich die Serra da Estrela mit dem satten Dunkelgrün ihre Berge mächtig vor einem auftürmt, wirkt der Alentejo mit seinem zarten Lindgrün geradezu lieblich. Serpentinen winden sich die Hügel hinauf, deren felsiger Untergrund an zahlreichen Stellen zu sehen ist. Hier ist das Hauptanbaugebiet für Korkeichen, die alle 9 bis 10 Jahre ab.